Jausen, heute geht's ums Thema Instagram reposten. Darfst du das nicht und was kann passieren, wenn du dabei erwischt wirst? Das Ganze erklärt dir heute Nicole Mutschke, sie ist richtige Rechtsanwältin. Alle Links zu Nicole findest du unten in der Beschreibung und wenn dich solche Themen interessieren, dann abonnier den Kanal. Jede Woche gibt's 2 Videos, immer Mittwoch und Sonntag und wenn dir das Video gefällt, lässt du einen Daumen nach oben da. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Hi, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. Und wir als Kanzlei beschäftigen uns ziemlich häufig mit Social Media und natürlich auch mit den rechtlichen Fragen dazu. Und ich habe heute ein Thema für euch, das bestimmt ganz spannend ist, nämlich Reposts bei Instagram. Warum ist das spannend? Weil nämlich, Überraschung, das rechtlich unzulässig ist. Ja, grundsätzlich sind Reposts unzulässig, auch wenn euch das wahrscheinlich ziemlich überrascht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch gar keine richtige Teilen-Funktion bei Instagram. Denn wenn ihr einen Post sozusagen teilt, also repostet, dann ist das eine unzulässige Vervielfältigung des Posts. Und tatsächlich unterstützt sogar Instagram denjenigen, der den ursprünglichen Post gemacht hat. Wenn ihr also gegen Urheberrechte verstoßt, dann hat Instagram da sogar ein richtiges Formular für den Urheber. Der macht es ihm relativ einfach, das zu verfolgen. Jetzt sagt ihr, ach ja, okay, macht es ihm vielleicht einfach, aber wer verfolgt das schon? Die meisten finden das ja total cool, wenn ich reposte. Ja, das mag schon sein. Und manchmal ist auch sozusagen der Grundsatz ja auch richtig, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es gibt immer jemanden, den es dann vielleicht doch mal stört. Und das kann dann für euch ziemlich unschön werden. Da habt ihr nämlich erstmal die Anwaltskosten am Start. Die sind zwar in der Regel auf 150 Euro gedeckelt, aber in der Regel, wisst ihr schon, keine Regel ohne Ausnahme, ne? Kann auch teurer werden. Und euch drohen natürlich auch sowas wie Schadensersatzansprüche des Urhebers. Und da ist man dann schon schnell im 3- bis 4-stelligen Bereich. Und ihr diskutiert mit dem Urheber dann, sind es dann 900 Euro, sind es 1000 Euro oder ist es vielleicht noch viel mehr? Und das will ja kein Mensch von euch. Also deshalb vielleicht unser Tipp an dieser Stelle, wie kann man das ganze Problem vielleicht easy peasy lösen? Ganz einfach, ihr fragt den Urheber. Also, ihr seht einen coolen Post, den ihr gerne reposten wollt. Dann macht ihr es ganz einfach. Ihr schreibt demjenigen und sagt, find deinen Post super cool, darf ich den eigentlich reposten? Da braucht ihr jetzt gar nicht komplizierte Verträge. Klar, ne, man kann alles perfekt machen. Aber das Risiko, dass ihr abgemahnt werden könnt und dass ihr überhaupt Ärger kriegt, ist natürlich viel, viel geringer, wenn ihr einmal überhaupt fragt. Also fragt einfach mit euren Worten, darf ich reposten? Und wenn derjenige dann sagt, jo, ist okay, dann macht vielleicht noch einen kleinen Screenshot, damit ihr das sichern könnt, dass er so geantwortet hat. Und dann ist das schon viel, viel safer für euch. Also ein, ja, sagen wir mal, komplizierteres Problem, aber eine ganz, ganz einfache Lösung, fragen. Und dann, wie gesagt, droht wahrscheinlich gar kein Ärger von uns, den Rechtsanwälten. Also, so einfach geht's, macht es so, dann seid ihr auf der sichereren Seite. Alle Links zu Nicole findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonnier den Kanal. 90% der Leute, die die Videos gucken, sind noch keine Abonnenten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, um immer up to date zu bleiben. Jede Woche 2 Videos hier, kostenlos. Ich bin raus. Peace.